Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Project Hospital hier bei mir auf dem Kanal in einer weiteren Folge. Ja, und in der letzten Folge haben wir endlich das lang angekündigte Traumazentrum gebaut. Auch wenn es natürlich noch nicht ganz fertig ist und ich, wie ich letzte Folge sagte, auch noch nicht ganz zufrieden damit bin. Erstens, weil hier nur zwei Felder Abstand dazwischen sind. Ich hätte gerne drei. Und zweitens, weil wir natürlich ein bisschen wenig Geld derzeit haben. 2600 noch was noch übrig. Und das ist nicht so gut. Aber hier blinkt es auch unten, sehe ich gerade. Und oben rechts, wie ich festgestellt habe, haben wir die Station und nicht nur die Ambulanz. Hier fehlt noch das Personal in der Tag- und Nachtschicht. Und das sehen wir hier. Da wollen wir auch noch wen einstellen. So, also Pflegerin haben wir noch nicht. Krankenpfleger, stationäre Behandlung nur 1%. Level Krankenpfleger, Praktikant, Praktikant. Und hier haben wir Jan Papis oder Papis. Papis. Ja, 17%, 178 nehmen wir. So, und dann brauchen wir für die Nacht noch jemanden. So, können wir ruhig einen Praktikanten nehmen, ne? Stationäre Behandlung 23%. Ja, dann nehmen wir doch ihn mit dazu. So, und dann haben wir jetzt unsere Station erstmal soweit aufgebaut. Das heißt, jetzt könnte hier theoretisch natürlich auch noch jemand kommen, der hier verarztet wird. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die so kommen oder ob wir auch einfach jetzt noch einen Krankenwagen kaufen müssen. Dafür fehlt uns natürlich das Geld derzeit. Muss man hier bei mir am Mikro die Gesamtlautstärke ein bisschen hochdrehen, sonst höre ich nämlich nichts vom Sound. Ja, es ist auch nochmal ein neuer Versuch mit einem weiteren anderen Mikrofon. Jetzt eins von Beyer Dynamic. Und die anderen Folgen vorher, die hatte ich jetzt mit dem Rode oder Rode USB Mikro aufgenommen. Das ja, grundsätzlich meiner Meinung nach sehr, sehr gute Aufnahmequalität bietet. Ja, der Vorteil hier bei diesem Mikro von Beyer Dynamic ist erstens, wenn man es in diesem Bundle kauft, Tiger oder wie es auch immer heißt, dass man einen Kopfhörer dazu bekommt, der offen ist und nicht geschlossen, wie mein anderer Kopfhörer, den ich nutze. Und zweitens, dieses Mikrofon hat einen Mute-Knopf. Das heißt, man kann hier auch das Mikrofon noch direkt am Gerät selber ausschalten. Wenn man mal kurzfristig irgendwie, ja, keine Ahnung, sich räuspern möchte oder niesen müsste oder weiß der Geier was. Ne? Ja, aber da gilt es jetzt zu prüfen, welche Qualität schlussendlich besser ist. Und ja, das werde ich am Ende dieser Aufnahme sehen und ihr auch hören, denke ich mal. Jo, so, du stehst dumm rum. Warum? Er wartet bestimmt auf irgendwas. Weiß ich nicht. Okay, hier steht aber, öffne eine Aufnahme in einer beliebigen Spezialabteilung. Das ist ja eigentlich das, was wir noch machen wollten, nämlich einen Empfang letztendlich zu schaffen. Und vielleicht bauen wir den Empfang hier vorne noch hin. Ne, dass wir sagen, okay, hier ist der Empfang für die Innere, die wir hier haben, und hier für die Neurologie. Gucken wir mal, was so ein Empfang in der Variante kostet. Gehen wir mal für Innere. Also theoretisch geht das ja hier noch weiter dann, also auch praktisch auch. Ne? Das heißt, es ist ja erstmal nur ein Block, der da dazu kommt. Das heißt, hier vorne können wir einen Empfang hinbauen. Ja, und ich denke, das sollten wir auch tun. Also, Empfang. Wie groß muss der sein? 3x3. Ja, das sollte aber auch reichen. Ne? 3x3. Genau, so, und dann gehen wir noch hier vorne hin. Das war jetzt die Innere und dann bauen wir jetzt noch für die Neuro ebenfalls einen Empfang. Mal gucken, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und dann kommst du
hier sozusagen 3x3. Der nächste Empfang. Okay, dafür brauchen wir einen Empfangstresen in der Mitte. Und dann nehmen wir noch den Empfangstresen rechts. Ja, und von mir aus nehmen wir auch hier den links. Zack, zack. Dann hätten wir ganz gerne noch einen wunderschönen Bürosessel dazu. Schade, dass es die hier nicht in mehr Farben gibt. So, dann braucht die Dame oder der Herr, der hier sitzen wird, natürlich noch einen PC. Ah, das war falsch. Komm, PC. Ne, verdammt. Es ging irgendwie mit STRG, genau. STRG gedrückt halten und dann kann man auch das, was oben drauf ist, quasi rausnehmen. Genau, Drucker brauchen die offensichtlich nicht. Aber wir können ja hier einfach mal auch so ein schönes Ding hinpacken. Schrank mit Türen. Und dann kommt in die Mitte noch ein Schrank mit Schubladen. Und ein Schrank mit Türen kommt auch dahin. Super. Okay, also dann stellen wir jetzt hier noch eine Empfangsmitarbeiterin ein. Rezeptionistin, oh, 18%. Nehmen wir sie. Genau. Für nachts nehmen wir erstmal keinen. Und dann brauchen wir für die innere ebenfalls noch einen Rezeptionistin oder eine Rezeptionistin. 14%, 37%. Ja, okay, komm. Dennis Müller. Damit wir die Männerquote hier im Krankenhaus auch mal ein bisschen erhöhen. Ja, und da bin ich gespannt, weil jetzt sollte hier natürlich dann auch zunächst einmal jeweils der entsprechende Patient hinkommen, sich anmelden und dann weitergeleitet werden. Aber das werden wir sehen, ob das tatsächlich funktioniert. Hier passiert auf jeden Fall noch nichts. Was ich aber machen wollte, war in jedem Fall diesen Raum hier zu verschieben. Zimmer oder gewähltes Ding nehmen. Machen wir und wir verschieben es um einen dahin. Und das ist gut so. Dann können wir das hier probieren, ja auch schon mal zu verschieben, wenn es denn möglich ist. Ja, das klappt ja wunderbar. Ja, und das hier wird jetzt wieder nicht klappen, weil hier drin gearbeitet wird. Muskel- und Gelenkschmerzen, Depressionen. Mensch, Marco Stachelhaus. Was sollen wir mit dir machen? Ja, cool wäre jetzt natürlich, wenn wir hier oben schon die Ereignisse freigeschaltet hätten. Haben wir aber noch nicht. Aber wir wollen 20 Patienten in der Notaufnahme behandeln und das sollte dann, ja, 16 haben wir schon, gleich der Fall sein. Öffne eine Aufnahme in einer beliebigen Spezialabteilung. Was meint er denn damit? Oder ist es die stationäre Aufnahme? Ja, man weiß es nicht genau, was er jetzt damit meint. Oder so, das Spiel letztendlich. Und wenn sie hier mal weggeht, die gute alte Schwester, dann können wir auch den Raum noch ein Stückchen hier rüberschieben. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das Ding hier ein Ticken größer ist als das. Also wird auch das dann noch verschiebbar sein.
Ja, so. Also, gucken wir mal weiter. Ja, das finden wir noch raus, was das bedeutet. Hiermit öffne eine Aufnahme in einer beliebigen Spezialabteilung. Aber wir können ja auch noch mal reingucken. Spezialabteilung. Ja, wahrscheinlich sind das hier die Stationen, ne, die wir hier noch bräuchten. Aber die Stationen, die packt man einfach oben drüber, nämlich in die nächste Etage, wenn man so möchte. Weil wir hier in der Ambulanz natürlich ja, das Tagespublikum bearbeiten und ja, den Rest dann quasi auf Station schicken, ins Bettenhaus, wenn man so will. Oh, das Wartezimmer ist gut voll, ne, wenn ich mir das anschaue. So, wir haben ja schon eine ganze Menge an Ärzten, 4 Stück, die sich nur um solche Menschen kümmern. So, die sitzen ja einfach voll rum. 2 Ärzte, die nichts tun. Ja, ich weiß, ist noch nicht so schick hier. Aber auch das wird noch. Können wir eigentlich auch noch einen runter? Nee. Ja, Pathologie, die kommt auch noch irgendwann. Gut, also, dann beschleunigen wir den Spaß doch einfach mal. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal hier so einen Notfall, aber ich vermute, dass wir dafür tatsächlich einen Krankenwagen brauchen. Wir sehen, dass unser Geld langsam wieder zunimmt. 6.000 haben wir jetzt mittlerweile. Und ja, ein fleißiges Treiben. Auch schön, dass der Toilettensound immer so schön laut ist. So, da haben unsere Laboranten sozusagen eine ganze Menge zu tun. Aber derzeit ist noch nicht so, dass wir die Arbeitsplätze hier weiter auffüllen müssten. Die Neurologen sind auch dran. Gucken wir mal hier rein. Pascal Schad wird gerade untersucht. Und ich hoffe, dass die Spezialabteilung letztendlich ein bisschen mehr an, ja, Geld auch einbringen, was die Krankheiten und die Behandlung betrifft. Aber es sind auch wieder nur 240. Ja, das mit dem Regen, das ist so eine Sache, das sind schon sehr, sehr bindfadenartige Tropfen. Ja. Ich glaube, unser MRT ist noch nicht einmal benutzt worden. Ne? Das kostet ein Schweinegeld. Ne? Ich glaube, das war knapp bei 90.000 oder irgendwie 85.000. Aber so richtig benutzt worden ist es noch nicht. Ne? Er tut nichts, der Jan Krause. Genau, und wenn wir einen Lernraum haben, dann können wir die auch weiterbilden. Das machen wir dann aber auch, ja, sobald wir mehr Geld haben. Wir brauchen einfach mehr Geld. Aber erstmal brauchen wir 2 Rettungswagen. Oh, komplizierte Diagnose bei Thomas Meyer. Da gehen wir doch mal hin. Ein Arzt hat Schwierigkeiten mit seiner Erfahrung, eine Diagnose zu stellen. Hilf ihm, indem du die nächsten Untersuchungen auswählst. Ja, das machen wir. Aber mit ein wenig Pause. Gehen wir mal hin zu Thomas Meyer. Der sitzt hier vorne und wird behandelt von unserem Oberarzt. Gut, was könnte er haben? Drücken wir mal auf Pause, damit hier nicht zu viel Zeit verstreicht. Skleritis könnte er haben, zu 22%. In der Neurologie könnte es abgeklärt werden. Ist eine Entzündung der Sklera des Auges. Dann Uveitis, ebenfalls Neurologie, bezieht sich auf die Entzündung der Uvea, umfasst die Iris und einige angrenzende Strukturen. Keratitis bakteriell, ebenfalls eine Neurologie. Ja. Hornhaut, ne, wo stand's? Doch, da Hornhaut, genau. Und dann haben wir die Konjunktivitis.
Binnenhautentzündung. Und dann haben wir noch die Blepharitis. Das könnte die Entzündung der Augenlider sein. Symptome: Photophobie, okay, rote Augen, Augenschmerz, Sehtrübung, okay. Angiografie, Bildgebungsverfahren, welches zur Visualisierung des Lumen von Blutgefäßen und Organen, besonders Arterien, Venen und dem Herzen dient, benötigter Raum, Angiografie. Das haben wir. Sehe ich aber noch nicht tatsächlich als Punkt an. Ja, dann würde ich sagen, schieben wir den doch einfach mal rüber in die andere Abteilung. Nö, anderes Krankenhaus nicht. Abteilung wählen. So, und den schicken wir jetzt zur Neurologie-Vorstellung. Und dann gucken wir mal, ob dem Herrn dort in der Neurologie geholfen werden kann. Beschleunigen wir das Ganze mal. Hier wird geputzt, es wird sauberer, das ist gut so. Und auch hier zieht er eine Nummer, hoffe ich, wird aufgerufen. Und sitzt jetzt hier beim Onkel Doktor. Er hier ist Neurologe mit 37%, das ist auch gut, schon mal besser als 0. Diagnose 36%, Oberarzt Level 3 von 5. Ja, und der untersucht jetzt also mit einer Gonioskopie den Herrn Meier. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob denn unser Oberarzt hier vorne etwas rausfindet. Okay, als nächstes geht er zur Angiografie, denn das ist das, was noch übrig ist. Und ich habe gerade gesehen, dass das Waschbecken hier, glaube ich, schräg steht. Ja. Das können wir aber auch nochmal. Ja, verschieben wir das noch einmal ganz kurz. Dass dann hier an den anderen Spender sozusagen auch rangekommen wird. So, das nehmen wir. Und ich hätte gern das andere Ding hier. Was wiederum nicht so einfach ist, offensichtlich. So, machen wir das. Ja, müsste passen. Und weiter geht's. Ja, die Perspektive des Krankenhauses ist ja auch ganz nett. Gehen wir nochmal hin. Klick aufs Bild zeigt uns, dass Thomas Meyer gerade hier das Angiogramm sozusagen bekommt von unserer, was ist sie? Sie Ärztin? Nö. Technischen Assistentin der Radiologie. Die können das ganz gut. Denken wir mal, hier kann man auch noch mal gucken. Sieht jetzt die Blutgefäße ganz schön. Näher ranzoomen können wir leider nicht. Aber der Herr Meyer liegt da erstmal. So, beschleunigen wir das Ganze nochmal. So, Herr Meier ist fertig. Ulrike Schneider geht zu ihrem Arbeitsplatz und tut erstmal nichts. So, und er dürfte jetzt zurückgehen. Ne, er erfüllt erstmal Bedürfnisse. Das heißt, er wird aufs Töpfchen huschen. Und wir sind uns jetzt zu 100% sicher, dass er eine Uveitis hat. Ja, und das ist letztendlich die Erkrankung der Uvea und das umfasst die Iris und angrenzenden Strukturen. Das bedeutet, er bekommt letztendlich Augentropfen, Empfehlungen, Analgetika, Corticosteroide. So, wo haben wir ihn? Da vorne. Und der wird jetzt wieder zurückgehen zu unserem Neurologen, der hier vorne sitzt und wartet, aufgerufen. Das heißt, der Onkel Doktor hier vorne hat frei. Genau. Der kriegt das jetzt alles verschrieben, beziehungsweise als Soforttherapie erstmal gegeben und bringt uns $720 ein. Ja, ist eine schöne Geschichte.
wieder einen Patienten gesund gepflegt und gemacht. Und jetzt wechseln wir die Perspektive nochmal, weil die kennen wir besser als die andere. So, 12.000, knapp 13.000 Dollar haben wir mittlerweile wieder. Wir haben ja noch 60.000 Schulden, das heißt 600 Dollar gehen an Zinsen drauf. Ich weiß gar nicht, ob das pro Stunde oder pro Tag ist. Statistiken können wir nochmal reingucken. Also Reinigungskräfte haben wir eine ganze Menge. Es müsste hier blitzen und wirklich sauber sein. Ne? Gucken wir hier mal rein. Profit. Lohnkosten. Ja. Und Gebäude, da haben wir ein bisschen was gebaut natürlich. Ja, aber insgesamt sind wir eigentlich grün, wenn ich das richtig sehe. Ne? Mit 13.000. Ja, okay, wir haben natürlich keine Station in der Neurologie. Das ist, ist korrekt. Wo haben wir denn diesen Patienten? Ach hier, guck, da liegt sogar einer und der müsste jetzt auf eine Neurologiestation. Ja. Haben wir nicht, können wir nicht. Ist in Überwachung. Ja, Büroangestellter. Ja, Patient wird bald gehen, dann geht er halt. Können wir derzeit tatsächlich einfach noch nicht machen. Na, also wenn wir diese ganzen Stationen dann hier irgendwann haben, dann können wir ihn hier auch aufnehmen. Ja, aber leider können wir das nicht, weil wir die Station noch nicht haben. Aber dafür liegt er warm und bequem hier im Überwachungsraum. Ihm kann bloß nicht geholfen werden. Rette einen Patienten, nachdem er einmal kollabiert ist. Oh, dann müssen wir einen kollabieren lassen. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Der Horst Schneider. Wo haben wir den Horst Schneider? War das der Herr hier hinten? Nee. Oder doch? Ja, ist so. Wir haben halt keine Station für ihn, also wird er woanders hin verlegt. Ist nicht schlimm, 1350 Dollar kriegen wir trotzdem. Und hier ist der Krankentransport. Mit einer netten Dame in schickem Schwarz. So, rein mit ihm, Herr Schneider. Und dann haben wir das Bettchen hier auch wieder frei. So, es wird zumindest fleißig und viel geputzt, da bin ich schon mal ganz glücklich mit. Und es wird dunkler, also 20 Uhr haben wir gleich, das heißt hier ist wieder der große Wechsel in der Tag- und Nachtschicht. Aber viele Patienten haben wir derzeit ja eh nicht mehr da. 47 haben wir bis heute, also bis jetzt behandelt. Das ist doch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Ja, und jetzt würde ich sagen, beschleunigen wir einfach erstmal ein bisschen. Weil wir bis zum nächsten Tag voranschreiten müssen. Na, jetzt gehen hier alle und die paar wenigen kommen jetzt zur Nachtschicht und tun hier Dinge. Gut, Labor ist besetzt, Neuro ist besetzt, Innere ist besetzt. Ist auch schade, dass die sich keinen Gemeinschaftsraum teilen können. Aber wir haben einen Patienten. Verrückte Geschichte. Schon wieder der Herr Stachelhaus. Also
Ist ja wie Schmidt und Müller, ne? Die gibt es hier ganz schön häufig, Stachelhaus. So, 180 hat es gekostet und der Stachelhaus ist bearbeitet. Hat eine Otitis Media mit Erguss. Und das ist ein Paukenerguss, geht mit einer Flüssigkeitsansammlung im Mittelohr einher, betrifft vorrangig Kinder. So sieht er nicht aus, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel, ne? Ja, und bevor wir weitere Ambulanzen mit Möglichkeiten, um unser Portfolio zu erweitern, bauen, werden wir die vorhandenen Stationen und beziehungsweise Spezialabteilungen aufwerten. Und das machen wir, indem wir sagen, hier Freunde der Sonne, der Nacht, wir bauen noch eine Station. Und zwar oben drüber. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, noch ein bisschen Geld. Apotheke ist zu klein, ja, okay. Warum auch immer die Apotheke zu klein ist. Also da ist doch eine ganze Menge drin. So, da gab es nochmal 280. Und wir haben einen neuen Patienten in der Neuro. Auch der wird kurz bearbeitet. Der Josef Pfeiffer. Was könnte er haben? Ja, wird sich noch herausstellen. Mikrobielle Probe und dann eine Kultivierung. Okay, das macht unsere Nachtschicht hier vorne. Die ist da gerade mit dran. Ja, und jetzt haben wir es auch gleich schon wieder tageshell. Nämlich gleich kurz vor 7 Uhr. Und dann gucken wir mal, was Herr Pfeiffer hier vorne noch so zu erleben hat. Also kreisrunden Haarausfall hat er in jedem Fall. Das kann ich auch so diagnostizieren. Ob ihm da hier geholfen werden kann, ist allerdings eine gute Frage. Und ob ihm grundsätzlich geholfen werden kann, sehen wir in der nächsten Folge. Dann geht es weiter mit Herrn Pfeiffer und dem Ausbau unseres SNU Hospital. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Auch gerne eure Kommentare, wenn ihr hier irgendwo noch was anders bauen würdet oder ja, grundsätzlich anders vorgehen würdet. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann drückt auch gerne noch auf diesen Knopf, Subscribe, Hit the Button und macht auch gerne die Glocke an, dann kriegt ihr immer mit, wenn hier eine neue Folge hochgeladen wird. Ja, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.